weil ich bin mit den Kids alleine. Das heißt, ich hole die um, keine Ahnung, um 16 Uhr oder irgendwann hole ich die aus dem Kindergarten und aus der Schule ab. Dann ist es 17 Uhr, dann haben wir noch anderthalb Stunden und dann geht's ins Bett. In der Zeit setze ich mich garantiert nicht hin und baue eine Landeseite. Also das ist ja Quatsch. Ich will ja auch irgendwie mit meinen Kids eine gute Zeit verbringen und dann auch die Zeit und den Raum haben. Und ich bin dann offen gesagt auch wirklich in der Regel vom Tag echt erschöpft, dass das einfach für mich keine sinnige Zeit ist, das in Anspruch zu nehmen. Was ich aber machen kann, ist zum Beispiel, ich habe die Landeseite heute Morgen gebaut. Also ich habe die heute Morgen gebaut. Ich habe auch eine Vorlage schon gehabt. Das heißt, also wir haben schon Landeseiten gehabt, die halt gut funktionieren. Das heißt, auch da, wir wiederholen das einfach. Wir nehmen Sachen, die gut funktionieren und nehmen die wieder und sterben auch nicht an Perfektionismus. Auch das ist ein Punkt, der definitiv zum Thema Produktivität beiträgt. Mach es so einfach und so simpel für dich wie irgendwie möglich. Das heißt nicht automatisch scheiße, das heißt einfach nur, wir müssen nicht jede Woche das Rad neu erfinden. Und das ist so ein Punkt, damit ist es dann auch okay. Das heißt, die Landeseite machen und anpassen und so weiter, vielleicht 35 Minuten. Und dann geht die jetzt erstmal in die erste Feedbackrunde. Also das ist auch so ein Punkt zu verstehen. Ich muss das nicht in Gänze alleine entscheiden und muss das alles alleine machen, sondern ich muss es auch nicht perfekt vorlegen, sondern wir machen es jetzt Startdurst 30 Minuten.